Und euch bitte ich euch auch wirklich mal nachzudenken, dass was in den Medien kommt, nicht immer bloß die Wahrheit ist. Und sollten hier Vertreter von den Medien sein, ich bitte höflichst darum, dass wahrheitsgetreu und wirklich echt übertragen wird und auch gesendet wird. Здравствуйте, меня зовут Михаил. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Guten Abend natürlich. Da ist er, euer Micha, unterwegs in Deutschland, gestern im Erzgebirge, heute auch im Erzgebirge. Ja, und zwar in der wunderschönen Stadt Thun. Schaust du dir Originalkulissen und Outfits an? Komm vorbei, bleib eine Nacht oder zwei und genieße die zauberhafte Weihnachtszeit. Ich war hier einkaufen und da war ein alter Mann, der hat eine Schale Himbeeren in der Hand hin und her gedreht. Und ein anderer Mann sprach ihn dann an und fragte, was ist denn mit den Himbeeren, sind die nicht in Ordnung? Und da sagte der Mann, ja doch schon, aber ja, es passt diesen Monat leider nicht mehr an mein Budget. Energiepreise gehen durch die Decke, Rohstoffe und Lebensmittel werden immer teurer. Gut. Kaum ein Lebensbereich, wo wir die Erhöhungen nicht spüren. Ja, ein herzliches Glück auf euch allen. Es ist ja was Besonderes, als Kölner Bürgermeister in Thun reden zu dürfen. Es ist traurig genug, dass es diesen Anlass gibt. Ich bin heute eingeladen worden und danke den Initiatoren ganz herzlich, weil bereits im Frühjahr haben wir uns mit den Bundestagsabgeordneten auseinandergesetzt und haben deutlich gemacht, dass dringend einfache Lösungen angesagt sind. Es kann nicht sein, ihr erinnert euch an die Finanzkrise, da wurde über Nacht oder oftmals werden über Nacht Entscheidungen getroffen. Und hier, wo es wirklich darum geht, und da nehmen wir Bezug auf das Berggeschrei, wie ist der Mensch zu Wohlstand gekommen, zu Innovation? Das ging los mit dem Feuerstein, das ging weiter über Holz, über Kohle, über letztendlich dann das Öl, das Gas. Die Windmühlen hatten auch mal eine Zeit. Und was wir jetzt machen ist, indem wir uns den Gas- und den Ölhahn und die Preisbremse auferlegen, tun wir uns auch den Wohlstand und die Innovationsfähigkeit rauben. Ich soll halt bloß sagen, dass die Stadt Ernst-Wittersdorf auch auf jeden Fall und die Bürgermeisterin hinter dieser ganzen Aktion steht. Und ich kann euch immer bloß sagen, tragt das weiter, ladet bei der nächsten Veranstaltung Freunde, Bekannte ein. Es ist sehr wichtig, dass wir das jetzt machen. Im Hinblick auf die Energie haben die Bürgermeister eingehend schon viel gesagt. Ich möchte es nochmal bekräftigen. Also es ist vollkommen irrsinnig, in einem Land wie Deutschland Energien aufzubauen, wo wir bessere und viel effektivere Möglichkeiten nutzen könnten, die aber von den Energiegroßkonzernen nicht gewollt sind. Es gibt Energien wie zum Beispiel Sondenbohrungen in die Erde bis zu 24 Kilometer, die russische Firmen ausführen könnten, aber das hier nicht gewollt ist. Es ist auch sehr schlimm, dass wir Energien auf Umwegen Indien beziehen müssen und ab heute ganz aktuell aus dem Weltmeisterschaftsland. Und da frage ich mich ganz einfach, was ist hier mit einer Doppelmoral? Wir boykottieren dieses Land. Wir boykottieren dieses Land auf sportlicher Ebene und kaufen heute in Größenordnungen Gas von diesem Land. Ich weiß nicht, was dümmer ist oder wer hier dümmer nachdenken nicht kann. Auf alle Fälle ist das, was wir jetzt machen, gegenüber unseren Bürgern, vor allem den älteren Bürgern, die für unseren Wohlstand eingetreten sind, die jetzt mit ihrer Rente nicht auskommen und nicht wissen, wie es weitergehen soll, eine absolute Zumutung und schlicht und ergreifend betrügerisch. Ich halte es vielmehr mit den Worten unseres Heimatdichters Anton Günther, der mir gesagt hat, ich bin kein Politiker, Gelehrter kann ich auch nicht sein,
Mein Heimat ist mein Erzgebirg, mein Volk ist meine Partei. Und warum wir das tun, das ist einfach das, wir machen das aus Leidenschaft. Ja. Wir lieben unseren Beruf. Meine Frau, die kommt aus der Agrarbranche, die hat studiert, die hat ihren Job hingeschmissen, um jetzt jeden Tag im Laden zu stehen. Ich bin Bäckermeister, mache das schon seit ich 16 bin. So, und das ist, wie gesagt, und zusammen haben wir uns eben entschlossen, zu sagen, wir machen das zusammen und gucken, ob es funktioniert. Wir haben uns versucht, so krisenfest wie möglich, obwohl wir das damals ja noch gar nicht ahnen konnten, aufzustellen. Wir haben über die Jahre ein paar gebrauchte Maschinen zusammengekauft, haben versucht, das so sinnvoll wie möglich zu machen, haben keine großartigen Kredite aufgenommen, sind dadurch auch ein bisschen sicherer im Sattel. Das war unser Ziel und haben gesagt, wenn es nicht funktioniert, dann können wir die Tür zuschließen und sagen, wir suchen uns wieder eine Arbeit. Ne? Ja. Erst die Partei, dann meinen Posten und dann denken wir an alle anderen. Und es braucht wieder Leute, die mit Leidenschaft, auch wenn man ein paar Sanktionen dafür erfährt oder wenn man vielleicht nicht in die richtige oder in die gleiche Richtung geht, aber fürs Land, für die Leute, denn das ist das, wofür sie da sind, wofür sie eingestellt sind, wofür sie gewählt sind und wofür sie ihren Schwur abgeleistet haben. Und da muss man auch manchmal zementierte Wege verlassen und sich ins Unbequeme begeben. So. Und wenn das dann getan ist und wir versuchen dann alle Leute mitzunehmen, dann können wir auch nicht mit Verboten, sondern mit Leitlinien, mit Rahmenbedingungen, die reell umsetzbar sind, ja? In der Energiepolitik etc. Es fing ja nicht nur dieses Jahr an, durch Ukraine-Kriege oder irgendwas, es ging ja schon mit der Corona-Politik los, dass das ganze Handwerk und alle Firmen, alle Menschen gebeutelt wurden mit Verboten. Wir dürfen die Verwandten nicht besuchen, wir müssen vorher einen Test machen, wir sollen dies machen, wir sollen das machen, als wären wir kleine Kinder, die von der Politik erzogen werden. Aber das sind wir nicht. Blöd gesagt, wir sind dieses Land. Wir haben dieses Land aufgebaut. Wir halten dieses Land am Laufen. Das Geld, was die Politik überall hin verschenkt, ist das Geld, was wir erarbeiten. Unsere Steuern. Unsere Steuern, die verbraten werden für irgendwelche sinnlosen Projekte wie 777 Millionen für ein Kanzleramt, was kein Mensch braucht. Wo ich mir dann sage, okay, ich soll sparen, ihr baut, ist in Ordnung. Machen wir mal andersrum. Das spare ich mal. Geht auch nicht. Kommt das Finanzamt, sagt, wir kriegen Geld. Wenn du es nicht machst, wird dein Konto gepfändet. Und du stehst dann da als Unternehmer und denkst so, ja, wie stellt ihr euch das vor? Ich kann nicht einkaufen, ich kann meine Kita-Beiträge nicht bezahlen, ich kann meinen Kindern nicht zu essen kaufen. Jetzt steht Weihnachten vor der Tür, die Energiepreise steigen und du überlegst dir wirklich, was kaufst du dem Kind? Kannst du dem Kind das kaufen? Du stehst in Netto. Aber schöne Zeitung, so, musst du überlegen. Kannst du dir eine Zeitung für 4,50 Euro kaufen? Klar, das Kind will nur Spielzeug haben, aber ist ja erstmal egal. Aber es geht zu Lasten unserer nächsten Generation und das funktioniert so nicht. Das Land macht. Ja, deswegen stehe ich für dieses Berggeschrei mit ein und ich möchte gerne nochmal unsere Forderungen vortragen. Also wir fordern von unserer Bundesregierung die vollständige Rücknahme der massiven Energiepreiserhöhung. Es ist nämlich möglich. Ja? Ein Strompreis muss nicht um die 40 Cent sein. Ja? Der orientiert sich nur am höchsten Preis der Energiequelle, am Gaspreis. Ja? Man könnte das aussetzen und könnte einfach sagen, okay, für eine gewisse Zeit, bis sich die Lage entspannt hat und wir irgendwelche anderen Energiequellen aufgetan haben, unterstützen wir unser Volk damit und nicht mit einem Preisdeckel, der nicht mal eine halbe Schmerztablette für uns arbeitendes Volk ist. Ja, Ende der ideologiegesteuerten Energiepolitik. Wie schon meine Vorredner gesagt haben, es ist wichtig, Umwelt zu schützen, ja. Aber man kann nicht irgendwas ausschalten, ohne irgendeine Alternative zu haben und von Windkrafträdern leben, die nur oben im Norden funktionieren und hier unten in Bayern oder wo auch immer nur zu 20% Auslastung dienen. Na, also ich habe letztens einen Beitrag gesehen,
erneuerbare Energien, das, was wir aktuell in Deutschland damit produzieren, reicht, um den Frankfurter Flughafen zu betreiben. Super. Diese Energiepolitik hat ja auch Konsequenzen, und zwar Konsequenzen für uns alle. Nicht bloß für Firmen, sondern für jeden, der in der Firma als Mitarbeiter oder eine Sekretärin oder eine Putzfrau oder ein Fleischer, für jeden von uns hat es Auswirkungen. Und die Kammern, IHK, HWK, die gehen halt jetzt alle davon aus, dass aufgrund dieser desolaten Energiepolitik die Firmen, vor allen Dingen auch die Großfirmen, auch hier aus der Region wie Handmann, die Papierfabrik in Schönfeld, dass die weggehen werden. Und zwar in Länder östlich, nicht westlich. Und in die gebrauchten Bundesländer, wo viel die Firmensitze dieser großen Firmen sind, die haben auch ein striktes Umdenken. Denn wenn die Firmen hier wirklich aus dieser Region weggehen werden, dann gibt es für die Beschäftigten in diesen Firmen keine Arbeit mehr. Da brauchen wir auch keine Flüchtlinge, die dort arbeiten, weil die Firma gibt es nicht mehr. Und es ist ganz einfach so, wir brauchen keine Schulungen für irgendwelche Migranten zu machen oder sonstigen. Wenn keiner mehr Arbeit hat, weil keiner mehr da ist, dann brauchen wir hier nichts mehr. Und die kleinen Firmen, die als Zulieferer gelten oder die Gebäude erstellen, wie die Firma meines Sohnes, eine kleine Zimmerei, Dachdeckerei, Spengelerei, die übrigens hier dieses Dach gemacht hat. Wo sollen wir bauen, wenn keiner mehr bauen lässt? Wie es die Cindy auch nochmal gesagt hat, tragt unsere Forderungen weit, weit nach Berlin, dass jeder hier ein Nachdenken und Überdenken hat. Und euch bitte ich euch auch wirklich mal nachzudenken, dass was in den Medien kommt, nicht immer bloß die Wahrheit ist. Und sollten hier Vertreter von den Medien sein, ich bitte höflichst darum, das wahrheitsgetreu und wirklich echt übertragen wird und auch gesendet wird. Nein, lieber Mike, das war falsch, weil der Erzgebirge Gär sei. Ohne Ehe, so viel Zeit muss sein. Liebe Festgäste, ich habe mich lange schwer getan, hier in Hagerunge. Singst du heute das Lied, singst du das Lied nicht? Weil es hat ja leider, heizt doch immer so einen bitteren Beigeschmack. Es wird teilweise leider wieder missbraucht von einigen Spinnern, das gefällt mir nicht. Heute ist ja aber die Unparteilichkeit gegangen. Ich weiß auch, dass heute viel mehr Leute gerne hier wären, aber aus dem Grund nicht dabei sein, weil sie nicht als rechtsradikal oder gar nationalsozialistisch gelten wollen. Freunde, nur weil wir hier unser demokratisches Recht des Protestes wahrnehmen, sei man nicht rechtsradikal und schon gar nicht nationalsozialistisch. Und ich glaube, ich behaupte jetzt immer ganz arrogant, ich bin vielleicht der, der sich am meisten hier mit der Biografie Anton Günthers beschäftigt hat. Und ich kenne den Hintergrund vom Lied. Ich weiß auch, dass es 1908 geschrieben worden ist. Und ich weiß auch, dass man die Textzeile unserer alten deutschen Hamid, geht der letzte Tropfen Blut, nicht so interpretieren darf, dass mir selber auf dem Schlachtfeld sterben willen, weil das will ich nicht, und ich will ja niemand anders auf dem Schlachtfeld erschießen, sondern es geht einfach darum, Leidenschaft für unsere Heimat, für unsere Region zu zeigen. Und was soll heute hier deutschen Freiwohner sagen, außer mir? Mir stehe hier als Protest. Und ich liebe diese Region, ich liebe diese Heimat, ich liebe mein Erzgebirg, ich liebe Anton Günther, und jetzt singen wir deutsche Freiwohner sein. Heil, heil, ihr deutschen Brüder, grüß Gott viel tausendmal. Auf, auf sind deutsche Lieder, es rauscht im Bergzettel. Es gilt junger Habit, in alter deutscher Trei. Los, mein Kriegsland, neu klänge, das Erzgebirge sei. Deutschen frei wollen wir sein, und da bleiben wir dabei, weil wir Erzgebirge sei. Deutschen frei wollen wir sein, und da bleiben wir dabei, weil wir Erzgebirge sei. Viele waren mich ja kennen.
die mich nicht kennen, dann suche ich das jetzt. Ich bin der Drexler Dirk aus Thun. Ich bin selbstständiger Handwerksmeister, bin verheiratet und habe drei Jungs. Trifft uns noch die meiner Meinung nach, also das ist meine persönliche Meinung, unsägliche Klimapolitik unserer Regierung zur absoluten Unzeit nach den vorher genannten Krisen, die uns schon sehr viel Kraft und viel Geld gekostet haben. Ich habe mir einmal die Mühe gemacht und nachgeschaut, was der Strom am 31.12.2021 gekostet hat. Das ist noch nicht mal ein ganzes Jahr her. Ich bin bei den Stadtwerken Annaberg, wo ich meinen Strom beziehe, und dort kostete die Kilowattstunde 28,59 Cent. Dann gab es drei Preisanpassungen und ab 01.01.2023 muss ich jetzt 42,13 Cent pro Kilowattstunde bezahlen. Nach Adam Riese sind das genau, ich habe mal aufgeschrieben, 45,93% Erhöhung, sprich also fast 50% mehr. Jetzt mache ich eine kleine dramaturgische Pause, weil der Gaspreis, der schießt wirklich einen Vogel ab. Hier lag der Preis zum 31.12.21 bei 5,64 Cent. Seit 1.10. diesen Jahres zahle ich bei den Stadtwerken Annaberg 23,26 Cent die Kilowattstunde. Das sind sage und schreibe 412,42% Erhöhung. Mehr als vervierfacht also. Vielleicht wissen Sie das noch nicht oder viele oder merken es erst bei der Abrechnung im nächsten Jahr. Die Stadtwerke Annaberg haben den neuen Preisen eine Anlage beigefügt, wo aufgeführt wird, wie der Gaspreis sich zusammensetzt. Ich selber wusste das auch nicht. Neben verschiedenen Netznutzungsentgelten und Gasbeschaffungsumlagen gibt es dort eine Erdgassteuer, eine CO2-Steuer und natürlich die Umsatzsteuer. Der Staat verdient also dreifach am Gas. Und die sogenannte CO2-Steuer wird sich bis 2025 nochmals verdoppeln, wenn es nach der rot-grünen Regierung geht. Ja, Klick auf den Doom. Eigentlich kann ich mich nur meinen Vorrednern nur anschließen. Es ist eigentlich alles schon gesagt, was zu sagen ist. Wir haben gefühlt jetzt auch alles aus Russland. Sibirische Lerche, die bei vielen Holzbauten außen verbaut wurde, gibt es nicht mehr. Aus den deutschen Wäldern, da waren Spanplatten gemacht, also klemmt es da auch hinten und vorne. Mittelsperrholz ist ähnlich, das kam auch alles aus Russland oder aus der Ukraine, weiß ich nicht. Da waren jetzt auch neue Wege und neue Produzenten gesucht, mit zum Teil dreifachen, vierfachen Preis. Wenn man sich vom Großhändler Angebot machen lässt, dann sagt er, das Angebot gilt heute. Du kannst bestellen und wenn die Lieferung kommt, dann zählt der Tagespreis. Also der von Tag der Lieferung, nicht von dann, wo du dein Angebot gekriegt hast. Also so kann man eigentlich gar nicht mehr kalkulieren. Und die Leute, die sprachen dann, Mensch, du musst doch wissen, was du mir für einen Preis gesagt hast. Und du stehst dann dort und sprichst, ich kann es eigentlich ändern. Das war euer Micha oder wie ihr sagt, euer Harry Hirsch unterwegs in Deutschland, heute wieder im wunderschönen Erzgebirge unterwegs. Ja, wenn es euch gefällt, was ich so mache, folgt mir auf meinen Kanälen. Ihr könnt mich natürlich auch finanziell unterstützen. Jeder Euro zählt. PayPal, Bankverbindung findet ihr unten im Kanal. Und ja, euch eine schöne Weihnachtszeit.